So, hallo YouTube, schön, dass ihr reinschaut zu einer neuen Runde Traumhotel. Wir haben heute noch einiges vor, nämlich ich möchte die Koloniekühlung fertig kriegen. Wir haben einen Gewinner bei dem Spa-Bereich, da freue ich mich auch sehr drüber. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch einen Bereich bauen. Und ich werde natürlich auch nochmal erzählen, wer gewonnen hat und von wem die einzelnen Räume kamen. Und vielleicht erzähle ich auch noch mal, wer so mein Favorit gewesen ist. Ich habe mich ja extra diesmal rausgehalten. Didi wollte einen langen Raum haben, hat er gesagt. Das heißt, hier kann ich den nicht mehr reinsetzen. Hier ist auch überall besetzt. Bedeutet, da... Ich glaube, ich setze ihn einfach mit zu den Mädels hier, oder? Der Hahn im Stall. So, hier kam erstmal Wölkchen rein. Ich habe kein Öl. So, Wölkchen. Ha, der Sound für den Zyklusende ist da und es läuft einfach weiter. Es ist der Hammer. So. Oh ja, Mieten. Mieten. Oh, da wird sich Diddy aber freuen. Meinst du? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, der kommt damit klar. Ja, und die Leute, die jetzt noch über sind, gerade die von YouTube, ne, hier, wir haben noch Kasura, wir haben noch Kasura und Lord Cookie. Denke, die werde ich jetzt beide dann einfach bei Tony mit reinstopfen. Weil viel mehr Möglichkeiten haben wir da ja sowieso nicht. Ja, bei denen wollte niemand mehr einziehen. Ja, dann werden die einfach bei Tony mit reinkommen. Und dann mal kurz überlegt, 4 mal 8 sind 32, richtig? Das heißt, 4 mal 8 sind 32, ja. Und das heißt, wir hätten jetzt 3 unbelegte Plätze dann. Wenn ich die beiden da noch reinstopfe, Wölkchen ist da, dann sind es 1, 2... Sind dann hier belegt. Hier wäre einer frei. Da wäre einer frei. Sind 2. Hier wäre noch einer frei. Sind 3. Dann passt das, ne? Dann haben wir es doch. Oh, warum? Naja, wenn die sich nicht melden bis nächste Woche, dann werden die einfach zwangsumgezogen. So nämlich. So. Dann können wir mal ein bisschen schneller stellen. Und... Hier wird immer noch nicht gebaut. Haben wir kein Glas mehr? Nee, das Problem ist, wir brauchen das Gold. Haha, da war doch was mit dem Gold. Der Auslass hat einen Überdruck bei... War das nicht 1000 Kilo? Warum geht der inzwischen durch hier auf Überdruck? Okay. Liegt wohl daran, dass der Dampf sich hier schlecht verteilt. Machen wir das jetzt mal weiter runter. 850. Aber hier liegt doch mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Gold, ne? Ja. Okay. So, wir müssen hier auf jeden Fall den Druck weiter runterkriegen. Das ist echt blöd. Blöd. Ja, verstehe ich auch nicht, warum. Nein, ich meinte, warum keiner zu Frau Zilla ziehen möchte. Weiß ich nicht. Weil es vielleicht in den Augen wehtut? Vielleicht? Ja, da halte ich mich jetzt mal zurück. Ich sag da gar nichts zu. Das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Ich sag da nichts zu. So. Wo waren wir vorhin? Wir waren bei der Geschichte hier. So, da Gold gerade etwas braucht, könnten wir auch einfach ein bisschen selber herstellen. Was haltet ihr davon? So, ballert mal durch hier. Glas könnten wir auch mal wieder ein bisschen was herstellen. Zack. Und... Tada! Hier wird was gebaut. Das ist ja der Hammer. So. Wir haben einen grün und wir haben einen rot.
Ist doch okay so, oder? Können wir doch so lassen. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, das ist das große Problem. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Leute auch alle bezahlt haben. Ich denke, das werde ich einfach zwischen den Aufnahmen machen, ob alle bezahlt haben. Und dann werde ich das einfach so bauen. Oder muss ich da noch was dran ändern? Farbtechnisch? So ist schicker, oder? Ja, hier mal so ein schön satteres Grün. Ja, das sieht doch schön aus. Ja, das werde ich dann einfach zwischen den Aufnahmen machen. Dann brauche ich da jetzt nicht ewig suchen, wer jetzt schon bezahlt hat oder nicht. Ich glaube, ein Großteil wird halt auch schon die Miete bezahlt haben. Von daher alles gut. Ja, beim letzten Mal haben wir... Ach ja, stimmt. Wir haben letztes Mal aufgehört bei der Scherenkarte und haben ein bisschen philosophiert, wie wir das Ganze denn hier anstellen mit hiermit. Ne? Algen, Schleim und wir kriegen natürlich auch Uranerz. Dementsprechend könnten wir halt auch einen Reaktor bauen auf der mit der radioaktiven Gaswolke. So, jetzt wird es halt ein bisschen tricky. Wie schnell erholt sich denn diese Masse hier drin? Ich meine, 57 Tonnen hört sich jetzt erstmal viel an, ne? Aber die Frage ist, wie schnell erholt sich der Kram denn eigentlich? Ich meine, wir bekommen halt immer, wenn wir da hinfliegen, bekommen wir 30%, also immer ein Drittel Schleim, ein Drittel Algen, ein Drittel Erde. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Ist aber bei jedem, sind glaube ich so um die 100 bis 200 Kilo pro Zyklus. Ist aber bei jedem unterschiedlich. Ja, und das ist so das Ding, ne? Also, gibt es da eigentlich eine Maximalmasse? Weiß das jemand? Oder wird die Masse jetzt quasi jeden Zyklus mehr? Hier sind 6,4 Tonnen, das ist ja nichts, ne? Hier sind es nur 7,8 Tonnen, das ist auch nichts. Gibt eine Mod Space Poi Additional Info, die zeigt, wie viel sich das erholt. Okay, das ist ein guter Tipp. Kannst du mir das nochmal per Discord schreiben, Safti? Weil die große Frage ist ja, würden wir genug kriegen, um das zu verwenden? Ja, das wäre halt schon eine sehr, sehr spannende Frage. Ich meine, das ist ganz cool, dass wir das da wegholen könnten. Die Frage ist, erholt sich das schnell genug, damit wir das auch nutzen könnten für unsere Kolonie? Ich meine, Algen wäre jetzt nicht so wild, ne? Aber auch Schleim. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, wie viel wir... Ja, ich muss das auch nochmal alles ausrechnen, wie viel wir eigentlich bräuchten dann. An Essen und an Material fürs Essen. Das ist halt schon... Na, wie viel brauchen denn eigentlich hier so Pilze pro Tag? 4 Kilo pro Zyklus. Das ist schon... Also die Mod zeigt erstens maximale Masse, zweitens Regeneration pro Zyklus und drittens wie viele Zyklen, bis die maximale Masse erreicht ist. Ja, die Frage ist halt, deckt sich die Regeneration pro Zyklus mit der Menge, die wir für unsere Sachen brauchen, ne? In dem Fall wäre es hier Schleim. Dann haben wir auch noch unsere Pakus. Ich glaube, da brauchten wir irgendwie 2 bis 3. Ja, wir haben ja schon 3. Bräuchten wir. Und wenn die jetzt essen würden pro Tag an Algen, wären das 7,5 Kilo pro Zyklus. Ne, mal 9. Ich glaube, das wäre das geringere Problem. Das ist auf jeden Fall weniger wahrscheinlich, als Pilze bräuchten. Ne, Pilze waren irgendwie 4 Kilo. Also ich glaube, das wird weniger sein. Also das ist halt die Frage. Das müsste ich wissen, das müssen wir ausrechnen, wie viel wir wirklich an Bedarf haben pro Zyklus und regeneriert es sich pro Zyklus.
Erde wäre natürlich auch noch spannend für Frostkörner, weil das Wasser könnten wir aufbringen für Frostkörner, aber Erde ist halt problematischer. Ja, ansonsten müssten wir halt Erde wieder ganz wild herstellen mit Pips und Massen von Pips und ach. Ja, Dornbären ist gar kein Thema. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Da brauchen wir halt einfach nur kaltes Wasser. Ich meine, die ziehen natürlich ganz gut Wasser weg, aber dafür brauchen wir halt nur Strom einsetzen. Und Strom ist nicht das Problem. So gar nicht. Ja, das wären so die Sachen, ne? Die Spindeldürren sind auch egal. Das funktioniert jetzt schon einwandfrei, ohne Probleme. Also das ist sehr gut, wenn man jetzt schon sieht. Da ist schon so viel Schwefel jetzt schon über. Da sind wir bei 30 Tonnen, die jetzt schon da liegen. Also wir kommen auf jeden Fall hin mit der Menge. Ja, ich muss es einfach nochmal für mich ausrechnen, wie viel wir wirklich brauchen, um unsere Duplikanten zu ernähren. So, wie wäre es mit einer Blaupause? Wing. Oh, ein songiger Hängetopf. Ui. Ich habe sogar noch eine. Das ist ja schön. Machen wir gleich auch nochmal auf. Irgendwann. 22 Uhr, darfst du nicht erinnern, Schrumpchen. Ich habe alle wilden Sweetles zu wilden Grub-Grubs gemacht und die in Farmen gesetzt. Das könnte dir auch viel Material sparen, weil du da weniger Pflanzen brauchst wegen der Grub-Grub-Pflege. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, Kerstin, aber das wird auch schwierig, das dann tatsächlich zu berechnen. Aber, wie ist das denn, wenn das Grub-Grubs geworden sind, ne? Die Chance, dass es dann wieder zu Sweetles wird, ist dann weg, ne? Also einmal Grub-Grub und ich meine, eine 2% Chance wird wahrscheinlich bestehen bleiben, wenn die was anderes futtern. Aber die übernehmen ja die Chancen von den Eltern. Das heißt, es bleibt ja hoch. Man kann es halt nie ganz ausschließen, dass das irgendwann mal dann Sweetles wieder werden. Aber man könnte natürlich auch einfach schauen, ob man nicht sonst in jede Farm auch... Nee, das geht nicht. Also bei manchen Farmen könnte man auch Wühlfrüchte einfach nur zum Ernähren mit reinsetzen und für die Chancen wieder auf Grub-Grubs. Aber ja, schwierig. Das könnten wir eigentlich ausprobieren, ne? Wir nehmen einfach mal die Grub-Grubs, verlagern die nach hier oben. Und dann setzen wir da Sweetles rein. 3 Stück. Und dann machen wir das nach und nach immer so weiter. Alternativ. Läufen da überhaupt noch welche rum? Ja, doch. Der ein oder andere Sweetle läuft da auf jeden Fall rum. Alternativ könnten wir natürlich... Alter, das wird ja voll anstrengend, die da rauszuholen. Kann man die Grub-Grub eigentlich auch bei anderen... Ja, genau, das meint Kerstin ja. Ne? Also die Grub-Grub-Pflege, also diesen Buff, den die hier bekommen. Lasst mich schauen, da. Grub-Grub-Reiben. Wachstumsgeschwindigkeit plus 50%. Verbleibende Zeiten 0,5 Zyklen. Das geht auch bei anderen Pflanzen, ja. Das machen die Sweetles auch, aber nicht so krass. Ne, aber man könnte natürlich jetzt hingehen und die Sweetles auf die Grub-Grubs züchten. Das ist gar kein Problem. Die Frage ist halt, bleiben die auch dann Grub-Grubs? Theoretisch müssten sie es bleiben. Da ist noch einer, ne? So, vielleicht muss aber auch mal so eine Tierfängerrakete durch die Gegend fliegen und dann alles mitnehmen. Soweit ich gesehen habe, ändert sich die Eierchance nicht zurück Richtung Sweetles. Nee, genau, also die Chance, das ist ja bei ganz vielen Tieren so. Ich zeige das nochmal. Die Chance wird ja erhöht, wenn die Spindeldüre Wühlfrüchte essen, ne? Oder Wühlfrüchtpflanzen. Wenn die gegessen werden.
wird die Chance immer weiter erhöht. Aber hier steht auch nichts daran, dass die Chance wieder anders wird, wenn die was anderes essen. Das bleibt also eigentlich so hoch. Theoretisch müsste sie bleiben. Praktisch ist es Oni. Ja, natürlich. Du hast halt weiterhin auch hier, ne, man sieht es ja, auch noch eine geringe Chance, dass trotzdem ein Sweetle Eye da drin bleibt. Also, ja. Kann passieren. Ja. Packen einfach super viele von den Viechern da rein und fertig. So. Wir waren bei der Kühlung, ihr Lieben. Wir schauen mal kurz nach, wie weit sind wir jetzt? Das sieht doch schon ganz gut aus. So, dann können wir jetzt schon mal hier die leeren Fäden zusammenziehen. Wobei es da Sinn macht, die einfach hier durch die Dingen zu ziehen. Durch die Ziegel. Komm, hier hinten ist es jetzt nicht mehr so wild. Wir ziehen das da durch die Ziegel. Dann. Ach, wohl komm. Optimieren können wir später noch. Also, wir fangen von hier aus an. Eigentlich brauchen wir nur einen Tank, aber den zweiten habe ich da jetzt hingestellt, damit wir irgendwo mal reinlassen können. Also, wir lassen hier rauslaufen. Es läuft hier lang, es läuft hier lang, es läuft hier lang. Dann geht es hier auf eine Brücke. Zack, zack, zack. Dann geht es hier auf ein isoliertes Rohr. Geht dann hier weiter durch. Das müssen wir abbrechen. Zack. Dann geht es hier drauf. Auch das müssen wir abbrechen. Zack. Hier lang. Hier müssen wir noch die passenden Rohre setzen. So, und nein, falsch rum. Wann machen wir denn die Bekanntgabe von dem Raum? So. Zack, zack. Dann zerlegen wir das da. Müssen wir hier noch ein bisschen was bauen. Da ist schon verbunden. Das heißt, es geht erst nach hier unten. Andersrum wieder, da drauf. Dann geht es da lang. Da machen wir jetzt erstmal eine Kurve. Später wird das wieder anders sein. Das geht da drauf. Geht dann hier lang. Egal. So, dann da drauf. Wie sieht es hier aus? Hier passt es nicht ganz. Müssen wir auch noch was zu Ende bauen. Jetzt! Jetzt! Was schreibt denn jetzt alle jetzt? Was ist denn los mit euch? Seid doch mal ein bisschen geduldig. Immer diese Hektik hier. Warum? So, und dann gehen wir hier drauf. Wieder zurück. So, dann lassen wir das jetzt erstmal bauen. Hier müssen wir noch ein Rohr draufsetzen. So. Was fragst du uns dann? Schneller, jetzt! Ja, können wir machen. Ich habe gedacht, ich lasse die wenigstens schon mal eben bauen. So. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns dann mal an, wer denn das gewonnen hat. So. Mal kurz da draufklicken, damit diese blöde Meldung da weg ist. So. Also. Welches Bars haben euch am besten gefallen? Dann kann ich das so darstellen, dass wir alles sehen. Wäre ganz cool. So. Also, welches Bars haben wir am besten abgeschnitten? Wir fangen hinten an. Und zwar mit einer Stimme hat
die Suite, beziehungsweise der Spa, nicht die Suite, Nummer 6 gewonnen. Immer diese Hektik hier, das sagt der Richtige. Nummer 6. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, Nummer 6 war der liebe Bogus. Der hat nämlich daran teilgenommen, auch wenn er nicht im Traumhotel ist, was ich super, super cool fand. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, ich glaube, das Ding war halt einfach, dass es sehr Standard von der Aufteilung war und alles. Ich glaube nicht mal unbedingt groß irgendwie Holzoptik oder so, das Problem oder die Farben, sondern einfach nur, dass es sehr Standard aufgeteilt war. Aber natürlich vielen lieben Dank an Bogus fürs Mitmachen und die Dekokarten werden natürlich erstmal gut geschrieben und dann musst du mal gucken, was du damit anstellst. Ob du noch reinschaffst oder nicht, werden wir dann sehen. Ne? Dann mit 2 Stimmen der Raum Nummer 8. Man hätte es nicht gedacht, aber der Raum kommt von Frau Ziller. Also einen herzlichen Glückwunsch an Frau Ziller. Diesmal deutlich weniger pink, aber ja, es ist halt... Ich finde, man sieht immer noch, dass es von Frau Ziller kam. sehr, sehr cool. Es ist halt der Geschmack der Community. Ich sag da mal nichts zu. So, dann geht's weiter. Mit 4 Stimmen ist das der Spa Nummer 5. Jetzt muss ich gerade echt überlegen. Nummer 5. Moment. Ich kann euch ja schlecht hier meine privaten Sachen schicken. Nummer 5 kam nämlich von Michima. Ja. Ich hätte es eigentlich auch gewusst, aber ich wollte jetzt mal eben sicher gehen, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Also Nummer 5 kommt von Michima und ist auch der 5. Platz, ne? Ne, 8. 7. 6. Platz kam dann von Michima. So, dann geht's weiter mit 5 Stimmen. Der Spa Nummer 3 hat mich ein bisschen gewundert, weil der war zwischenzeitlich sehr weit vorne mit tatsächlich. Also wirklich, wirklich weit vorne war der Raum hier von Vandrea und ich bin da, also ich habe alle Leute noch angeschrieben gehabt gestern, ob die mir mal die Blueprints schicken könnten. Und da habe ich alle genommen, die so in Frage kommen würden noch. Und da war Vandrea halt echt weit mit vorne und mir hat das Layout wirklich gut gefallen. Also wirklich gut. Habe ich nicht mitgerechnet. Habe ich Nummer 3, nicht Nummer 2. Oh, ja, falsches. Falsches Layout. Saftis Spa-Bereich hier Nummer 3. Mist. Jetzt habe ich schon was vorher verraten. Ja, Saftis Spa Nummer 3. Fand ich auch sehr cool. Mich hätte mal... Warum musst du denn... und ich war mal auf Platz 1. Oh, warum musst du eigentlich immer einen Schreibtisch überall reinbauen? Also ich finde, deine Layouts kann man immer daran sehen, dass da ein Schreibtisch reingebaut ist. Bei der nächsten Abgabe ist das natürlich wahrscheinlich nicht mehr. Aber... warum? Aber ich fand das hier ganz cool mit dem Naturraum. Und die Drachen, stimmt. Safti hat ein Fable für Drachen. Guckt es euch mal an. Das war in dem letzten Raum auch. Ja, Einlass beim Spa. Ach so. So quasi Türsteher oder was? Okay. Raum Nummer 3 mit 5 Stimmen vom lieben Safti. Das war, glaube ich, jetzt Platz Nummer 4. Ist jetzt richtig? Platz 8, 7, 6, 5, nee, dann kommt jetzt Platz Nummer 4 wer kommt denn jetzt? Mit 6 Stimmen dann. Richtig? Ja, mit 6 Stimmen ist dann der Spa Nummer 1, womit niemand gerechnet hat. Das ist der Raum von Kerstin.
Und Kerstin hat geschrieben, das glaubt eh keiner, dass das ich gemacht habe oder irgendwie so. Da wird keiner drauf tippen, dass der von Kerstin ist, der Raum. Ja, Platz Nummer 4, knapp vorbei am Treppchen. Was? Kerstin? Ja, kam tatsächlich von Kerstin und ich fand den richtig schick, muss ich sagen. Also, obwohl da relativ viel ins rosa Pink ging, fand ich den trotzdem echt noch sehr gut anzuschauen. Einfach nicht so aufdringlich, fand ich. Und dieses dunkle Lila finde ich verdammt cool. Ich habe ja im Stream letzte Woche schon gesagt, ich fand den auch schon echt cool, aber mir war das zu viel Lila. Ich finde das Lila total schick. Ich ahnte, dass Raum 1 von Kerstin kommt. Hat er wirklich gesagt, der Bernie. Hat er wirklich gesagt. So. Ja, Platz 4 von Kerstin. Dann kommen wir zu 7 Stimmen. Mit Platz Nummer 3 ist der Spa Nummer 2. Mein Favorit, Vandreas Spa. Also ist tatsächlich, fand ich den am schicksten von allen. Fand den richtig, richtig gut. Die Farben haben mir sehr gut gefallen für ein Spa. Fand ich echt richtig, richtig schick. Und war auch knapp die ganze Zeit mit auf den ersten Platz. Da hat sich immer viel getan. Also Vandrea, herzlichen Glückwunsch zum Treppchen. War ein sehr, 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 sehr schicker Spa, fand ich. Und ja, Dankeschön fürs Mitmachen. Und Nummer 3 gibt natürlich auch nochmal extra Deko-Karten. So, dann auf dem 2. Platz, Nummer 7. Ich habe mich gewundert, wenn der gewinnt, warum stimmst du dann für die 4? Ich habe für gar nichts gestimmt. Oder? Habe ich was gestimmt? Das war nicht mal gewollt. Okay, das hat zum Glück keinen Einfluss genommen. Also meine Stimme wäre da raus. Also ich habe da nicht bewusst irgendwo drauf geklickt. Das war dann wohl ein Versehen. Also Halle 5 hat gewonnen natürlich, aber Platz Nummer 2 war dann jetzt. Ach Quatsch. Hier. Platz Nummer 2 war. Die Raum Nummer 7. Zwar die Abstimmung, ja, alles gut. Raum Nummer 7. Kommt von. Jetzt muss ich. Ich will jetzt wieder keinen Scheiß erzählen. Ich meine, es war von Dennis. Schau doch mal. Ja, kam von Dennis. Ja, okay, Nummer 7 kam von Dennis. Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz an den Dennis. War auch für 2, der war echt schön. Ja, der ist schön, aber nicht mein Favorit gewesen tatsächlich, sondern der von Vandrea. Wow. Weil ich fand es zu schlicht tatsächlich. Ja, also ein bisschen mehr Deko hätte mir mehr gefallen, ne? Ich hätte mich gewundert, wenn mein Spa gewinnt. ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr schick, muss ich sagen. Also diese Treppe, die ist super cool irgendwie. Also die sticht halt richtig rein. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Gewinner, nämlich Raum Nummer 4. Ist das schon der Gewinner, ne? Ja. Raum Nummer 4. Schrumpchen! Schrumpchen hat gewonnen! Hier! Herzlichen Glückwunsch an Schrumpchen! Die hat sich gefreut wie ein Schneekönig, bestimmt. Ganz, 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 ganz bestimmt. Ja, dann einmal bitte loben für alle in den Stream, die mitgemacht haben. Das war wirklich, wirklich, wirklich cool, was ihr da zusammengebaut habt. Vielen, vielen lieben Dank. Also, fand ich richtig, richtig stark, wie die Sachen aussehen. Also, puh. Und Schrumpchen hat sich so viel Mühe gegeben und so oft korrigiert und noch wieder. Ach Gott, oh Gott. Klar, ich bin durch die Wohnung getanzt. mit 80% mehr. Nee, Quatsch, mit. Ja doch, mit 80% Aufschlag, ne? Wie viel waren das nochmal?
Aber war schon eine Menge Dekokarten. Aber war schon eine ganze Menge Dekokarten. So, wo bauen wir den hin, ihr Lieben? Wo bauen wir den hin? Ich will mal überlegen, ob wir den hier oben irgendwo hinbauen. Oder sehr weit unten. 18.000 für Schrumpchen da, ich bin nicht mehr sicher. Wie viel hat der, wie viel bekommt der erste? Ich glaube, ich möchte den wohl gerne hier hinsetzen oder mal eine komplett andere Richtung nach hier hin. Was meint ihr mal so aufteilungsmäßig? Dahin, 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 dahin. Unten rechts geht nicht, da ist der Geysir mit drin. Genau, einfach so random hier mittig machen. Geht auch. Oben links würde ich sagen. Ja komm, Schrumpchen hat's gewonnen, dann können sie auch sagen, wohin. So, Use Blueprint. Wir sind alle begeistert von dem wunderschönen Mod von Sergeant, aber dafür muss ich am besten erstmal alles zerlegen, was da drin ist. So, haut's mal weg hier. Irgendwo an den Rand. Ja, ja, das sowieso. Also, das ist klar, dass die an den Rand kommen. Oh, das gar nicht. Das sollt ihr nicht. So, wir brauchen eine leere Leinwand zum Bauen. Eine ganz, ganz leere. Da waren wir wieder zwei Mimosen unterwegs. Ah, oh nein. Ach, die sind ja nicht drei hoch, verdammt. So. Und das gleiche können wir hier auch noch machen. So, ich hoffe, Schrumpchen hat auch vorher getestet, ob das soweit alles funktioniert, was sie da gebaut hat. Wie sieht's aus, Schrumpchen? Hat alles funktioniert, ja? Meine generelle Frage, wer hat denn eigentlich mal überhaupt von den Einsendern getestet, ob es soweit funktioniert, was da gebaut wurde? Also bei zwei Leuten weiß ich es, glaube ich. Wir hatten das Thema gestern Abend im Discord. Und der Rotter sagte, hä, natürlich, die werden das doch alle getestet haben. Ich so, ne, das glaube ich mal überhaupt nicht. Ja, da kommt's alles rein. Ja, so ein, zwei Leute konnte ich mir denken, dass da vielleicht was getestet wurde, aber Schrumpchen hat nichts getestet und nach Optik gebaut. Frau Zilla auch nichts. Vandri hat auch nichts gebaut. Safti hat's getestet. Dennis hat's getestet. Also, was mit dem Bleistein und dem Whirlpool klappt, ja, das ist ja auch kein Thema. Da musst du ja nur gucken, wo der Räumer steht. Stark. Die Sauna ging bei mir. Okay. Die Sauna ist aber auch nicht das Problem. Das Problem ist der Whirlpool. Ich habe alles angeschlossen und getestet. Ach. Wie Kerstin war. Also Kerstin und Safti habe ich mir gedacht, dass da was getestet wird. Beim Rest war ich mir nicht sicher. Also es gab ein paar Personen, wo ich mir gedacht habe, das wird auf gar keinen Fall getestet.
Ich nenne keine Namen. So. Wo haben die gerade? Eine Bedenkzeit hier. Zum Glück haben die Langeweile, sonst würden die ganze Zeit wieder wegrennen. Nein, 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 nein. Nein! Ach, Glück gehabt. Ihr seid so scheiße! Hättest du da nicht stehen bleiben können, dann hättest du noch den Rest mit. Na, dann war ich wieder zu gierig. Darf man bei den Sweet-Ninsen eigentlich den Flur mitgestalten oder bleibt der so leer nur mit der Leiter? Dupes, ja, ist ja ein Teil der Herausforderung. Und die Surfanlage. Ja, bei der Surfanlage, das fand ich übrigens ganz schön frech von deinem Raum, Frau Ziller, das war gestern nämlich auch noch Thema. Moment, schauen uns das Ganze nochmal kurz an. Guckt mal. Das lässt die einfach hier so runterlaufen in den Raum da drunter. Wie frech ist das denn bitte? Das ist richtig frech gewesen, Frau Ziller. So, ja, pff, drauf geschissen, ist mir doch egal, wo es hinläuft. Das ist da die ganze Zeit so eine Pfütze hier unten. Und wo das Wasser hinläuft, ist doch dann Wurst. Ganz schön frech. Ich glaube, da hätte ich Einspruch erhebt und hätte was dran geändert, wenn der gewonnen hätte. So, wir suchen Schrumpchens. Schrumpchens war... So, Schrumpchens war das mit den Wellen und den Sesseln oben. Das hier. So, Feuer frei, ihr Lieben. Macht mal fertig. Ey, wie gut ist es, ne? Dass einfach alles übernommen wird. Egal, Hauptsache es sieht gut aus. Mut zur Lücke. Was denn? Lief doch runter. Ja, 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 ja. Ja, dann nach mir die Sinnflut, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Kühlung? Ah, schaut mal. Es ist befüllt worden bis hier hinten. Dann wissen wir auch schon mal, dass es funktioniert. So, den zerlegen wir jetzt mal. Und wieso ist da eigentlich jetzt nicht... Ah, da kommt's. So, und dann würde ich nämlich jetzt tatsächlich hingehen und wieder das heiße Wasser nehmen. Weil jetzt dürfte ja nicht mehr so problematisch viel da durchgehen, ne? Sondern immer nur noch ein bisschen. Jetzt müssen wir noch schauen, wie das Ganze hier verhackstückt wird. Also, wir zerlegen mal die Rohrbrücke. Ich brauche nämlich eine Prüfung, eine Temperaturprüfung, weil alles, was jetzt hier zu warm ist, soll natürlich wieder rausgeschmissen werden. Das macht gerade nicht so viel Sinn, ne? Es ist halt alles schon wieder sauwarm. Das wird quasi in 1 wieder rausgeschmissen hier. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht gerade keinen Sinn. Wir machen es doch wieder erst das Kältere. So. Und dann brauchen wir hier eine Prüfung. Theoretisch, wenn der Strom ausfällt, ist das egal. Es soll trotzdem durchlaufen. Es soll trotzdem hier weiterlaufen. Ne? Das heißt, nur wenn es dann zu warm wird, soll es durch das Ventil geschickt werden. Wenn das jetzt mal ein bisschen länger da drin rumkreist, dann ist das so. So, es geht hier drauf, da drauf.
Dann hier mit einer Brücke. Ach Mann. So. Nein, das war richtig. So. Wenn es dann zu warm ist, soll es gefälligst rausgehen. Jetzt schauen wir mal kurz. Ja, das würde ganz gut passen hier. Wir gehen dann hier mit ein paar Brücken. Dann gehen wir dann da durch. So. So. Naja, eigentlich gerade anders. Und so. So. Und dann so, beziehungsweise so, wenn wir es dann brauchen. Passt das? Passt soweit, ne? Kriege ich nur eine Antwort, was mit den Fluren in den Suiten ist? Ja, kriegst du. Wollte ich eigentlich beantworten, es tut mir leid, Safti. Ich habe das schon zu Schrumpchen gesagt. Ich bin auch nicht sicher, was damit passieren wird. Weil ich muss auch noch gucken, was ich da reinbauen muss. Also was auf jeden Fall rein muss, ist halt ein bisschen Technik. Ne? Für CO2 zum Beispiel müssen wir ja da rausholen. Dann bin ich nicht sicher. Hey, Strom werden wir nicht damit reinlegen. Ja, weiß ich nicht. Schreibt mal auch ruhig, was ihr denkt dazu. Also, ich werde hier auf jeden Fall was noch für die Gase machen müssen. Ich denke, das ist klar, warum. Sammelt sich halt CO2, das müssen wir halt loswerden. Ich muss auch noch so viele Leitungen dahin verlegen, ne? Bläh. So ein bisschen Deko für die Flure wäre schön. Also ich will nicht, dass die Flure halt irgendwie nicht mehr Flure sind, ne? Ihr sollt nicht den zusätzlichen Platz da irgendwie anders bebauen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt da dekorieren drin, dann wäre das für mich okay, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber es geht jetzt nicht darum, dass ihr den zusätzlichen Platz da irgendwie nutzen sollt. Nicht in die falsche Richtung. Geht das Wasser nicht eigentlich nach oben? Nee, so ist richtig. Oder meinst du an einer anderen Stelle? Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Ich glaube, ich habe es überall richtig. Nee, das Wasser geht nicht nach oben. Es ist jetzt gerade nach da geflossen alles. So waren auch die Brücken. Nee, die Rohre am Tank waren eben noch anders. Ja, das stimmt. Ich baue natürlich mal wieder nicht auf 9. Das könnt ihr mit geringerer Prio machen. Das muss jetzt nicht rotzifatzi fertig werden. Ich weiß auch noch nicht, ob wir den heute in Betrieb nehmen können. Ne? Also da müssen wir auch ein bisschen was für tun, damit das alles funktioniert. Ich will mal überlegen, ob wir hier noch einen zweiten Raum hinsetzen. Ach, noch einen Dampfraum hinsetzen, der dann die Suiten auf dieser Seite kühlt. Ja, dadurch hätten wir vielleicht einen kleineren Weg und müssten jetzt nicht noch zusätzlich die ganze Geschichte hier machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen einfacher.
Ich muss ja sowieso auch noch Temperatur reinbringen für die Saunen. Deswegen wäre ein Waghüter wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ja, ich denke schon. Ich glaube, ein Vaku wäre da keine schlechte Idee. Los, futtert. Wir waren übrigens hier mit der Sweetle-Pflege, ne? Das war Wachstumsgeschwindigkeit plus 5% für 0. Ne, ich weiß nicht, wie lange der... Mag das jemand mal nachgucken, wie da die Buffs sind im Wiki? Also das hilft mir hier gerade nicht. Das ist ja immer nur die Zeit, die noch verbleibend ist. Ich glaube, hier steht es nicht drin. Nee. Genau das wollte ich. WTF, wie bin ich denn jetzt hingekommen? Er hat es doch gerade gemacht, ne? Ja, Südelpflege. Ein Zyklus plus 5%. Welches Gebäude wollen wir als nächstes bauen? Das ist eine gute Frage. Müssen wir eine Umfrage machen, ne? Was sagt die, was sagt unsere Schriftführerin? Da gab es ja schon die ein oder andere, Vorschläge gab es ja heute schon. Was es werden soll. Sieht langsam schon ganz hübsch aus hier, ne? Ich habe das vergessen zu speichern. Warte, ich versuch's nochmal zusammenzubekommen. Was bist denn du für eine Schriftführerin? Du kannst doch nicht einfach das weglöschen, was du da aufgeschrieben hast. Mensch, Rubchen. Mann. Strom. So. Bester Stromkreis hier, würde ich sagen, ne? 740 Watt. 6,87. Warum ist denn das so hoch? Von da kommt's nicht. So, das ist, das sind hier die ganzen Pumpen, die mit drin sind. Ja, okay, das... sind die ganzen Pumpen halt hier, ne? Aber die laufen ja niemals alle gleichzeitig. Also, eine Disco, Spielhalle, Naturpark haben wir es genannt. Sport, Freizeit, ein Freizeitpark, ein Künstlerbereich. Ich glaube, da fehlt noch was. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt soweit. Guck mal, wir haben in Mittel haben wir 25 Grad jetzt hier. Das ist schon mal nett, ne? Gaslinglampen machen ja auf jeden Fall ganz ordentlich warm. Na, die Hotspots müssen wir halt nochmal so rausfinden und dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal eine Kühlleitung durchlegen. Aber ist ja zum Glück kein Problem. Wir haben ja jetzt in jedem Flur haben wir die Kühlleitung liegen, dann müssen wir halt nur nochmal eine Schleife jeweils in die Räume reinlegen. Ah, aber man sieht schon, dass es wirkt. Wird schon deutlich besser. So, jetzt wird es allerdings auch schon mal eine ganze Ecke wärmer. Es kommt mit 31 Grad hier halt an, ne?
Aus was bauen wir das da gerade? Das Blei, das sollte eigentlich gehen. Da war noch eine Gemeinschaftstoilette dabei. Da würde ich nicht. Also da würde ich jetzt mal rausnehmen, weil das. Also wir brauchen halt keine Toilette, die drei Dingens groß ist, ne? Ich meine, gut, wir können natürlich auch sagen, das ist kleiner der Platz, ne? Aber. Ja. Können es mit aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht. Moment. Ich schau mal eben, wie viel Optionen ich da reingeben kann. Ich kann nur 5 Stück reingeben. Also, welcher Raum soll es als nächster werden? Also, wir haben einmal eine Disco, wir haben eine Spielhalle, dann haben wir einen Naturpark. Dann haben wir einen Sport- und Freizeitpark. Oder beziehungsweise Sport-Freizeitraum. Und dann haben wir noch einen. Ja, nehmen wir jetzt Freizeitpark oder Künstlerbereich, Schrumchen? Ich glaube, du wolltest Freizeitpark haben, ne? Was sagt der Chat? Freizeitpark oder Künstlerbereich? Mir wäre beides recht. Haben wir hier noch keinen Strom dran? Da war doch gerade irgendwo eine kleine Leitung. Freizeit, Freizeit, Freizeit. Gut, dann wird es ja Freizeitpark. Freizeitpark. Also Freizeitpark, also wirklich so, ne, also so Rummel, Kirmesmäßig halt, so halt Freizeitpark, ne? Ich war noch mal dabei. Rummel. Kirmes, sowas. Damit klar ist, was damit gemeint ist. So. Der Sergeant hatte doch einen Mod mit Luftballons, oder? Könnte man den Mod mit aufnehmen? Ich glaube, der muss halt bedient werden. Das ist das große Problem. Mein Vorschlag Sport Action ging auch so Richtung Freizeitpark. Ja, macht was draus. Ihr habt 10 Minuten. Wir können ja danach definieren, was so da drin sein sollte. Ob was da drin sein sollte oder nicht. So, 10 Minuten Zeit, ihr Lieben, zur Abstimmung. Ich hoffe, es machen viele, 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 viele Leute mit. So, es wird jetzt natürlich schön muckelig warm hier, ne? Der Tank hat jetzt auch seinen 29,3 Grad erreicht. Das heißt, wir verteilen jetzt gerade wunderschön die Temperatur in der Kolonie, aber kühlen natürlich nichts. Hier ist ein Vakuum. Wie sieht es eigentlich hier aus? Nicht so gut, nicht? Hier müssen wir wohl mal abpumpen. Du Scheiße, ey. Zum Glück habe ich da noch einen Streifen Platz drin gelassen. In dem ganzen Chaos hier. ETF, ey.
Hey, wieso hat er das nicht gespeichert, dass ich da... Hm? Wieso leuchtet das denn jetzt trotzdem weiter? Frech! Ich will da keine Gewürzmühle, wenn die ganze Zeit rot leuchtet. Was muss ich denn für eine Küche machen? 96 Teils Maximum. Oh, das ist aber räudig, ey. Kriege ich da nicht reingezogen. Müsste ich alles wieder umbauen. Habe ich den Oleoan begrüßt. Schön, dass du da bist. Ich grüße. Es ist eine Luftballonsmaschine, wo Dupes rangehen können, um sich einen Luftballon zu nehmen. Ist das ein Freizeitgerät oder wie läuft das, Safti? Weißt du das? Hallo Mufti, ich grüße dich. Das große Problem ist halt einfach, ne, wenn... wieso haben wir keinen Treibstoff? Hallo? Ah. Macht Sinn. Ich glaube, es ist ein Freizeitgerät. Wenn es ein Freizeitgerät wäre, wäre cool. Da brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge an Strom in dem Raum auch. Eine ganze Menge. Da habe ich denn jetzt immer noch keinen Strom dran? Gebrochener. Du hast noch Blaupausen? Oh ja, habe ich noch. Du hast recht, Andrea. Drucken. Komm, gib mir was Schönes. Was richtig Cooles, bitte. Ekelstreifen. Dankeschön. Die will mich einfach nur verarschen, ey. Wird richtig Cooles und ich krieg Ekelstreifen. Das ist doch mal cool. Der Drucker verarscht mich nach Strich und Faden, echt. Das ist so ein... Ich hasse ihn. furchtbar. So, grünes Signal über 25 Grad. So, jetzt habe ich da noch keine Möglichkeit reingebaut zum Wiederbefüllen, ne? Lass hier erst voll laufen lassen. Zumindest fast voll. Ux. Aber Gerstins Delay ist aber auch heute wirklich heftig, oder? Fällt er gerade auf? Das ist auch schon ein bisschen blöd, ne? Ganz vergessen, dass das ja nur 5000 liefert, das Ding. So. Hat die Schrumpchen das geklippt? Ah, wobei meine rosa Toilette von neulich war auch nicht besser. Ach, eine rosa Toilette? Doch. Könnte schlimmer sein.
Brauchen wir auch noch. Wünsch dir doch einfach popelige Handschuhe, dann stehen die Chancen gut, dass es besser wird. Nee, dann kriege ich einfach immer die gleichen Handschuhe nochmal, Mufti. Hatten wir letztens auch schon. Einfach dreimal Handschuhe bekommen. Die ich im Übrigen, glaube, 60% von oder 66% schon gehabt habe von. Die Dinger müssen wir auch nochmal woanders dann hinstellen, ne? Na, guck mal, das läuft jetzt so semi-dolle da mit rein. Das wird jetzt halt echt eine lange Zeit brauchen, bis das dann mal, bis das dann jetzt mal ordentlich aufgefüllt ist, ne? Aber ja, das, was von der Base gerade zurückkommt, ist sogar noch kälter als das, was wir hier eigentlich reinfüllen würden. Dann müssen wir mal beobachten, wie gut das jetzt funktioniert. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt wirklich einen Vakü reinbauen. Dann ist es so. Eigentlich auch nicht so doof, dass das so läuft, ne? Das große Problem ist, wir müssten halt eigentlich eine Reserve haben, damit das hier immer voll wird. Immer. Ich denke, das müssen wir nachher nochmal auf jeden Fall gucken, dass wenn wir hier mal eine Grundtemperatur drin haben. Es darf halt nicht weniger werden eigentlich. Der Tank muss immer zum gewissen Grad muss der gefüllt sein. Können das übrigens auch alles mit einem Vakuum lösen, ne? Aber dann wäre die Sohle halt irgendwie so für nichts da. Ist halt auch ein bisschen schade. Da müssen wir hier noch ein bisschen was ändern. Okay, gewonnen hat Freizeitpark Rummel Kirmes. Okay. Da bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Spannend finde ich ja, dass da wirklich fast alle für getippt haben. Dann fast, oder ja, fast zu gleichen Teilen war halt auch der Naturpark mit drin. Spielhalle nur einer abgestimmt hat für und Disco und Sport Freizeitraum gar keiner für getippt hat. Spannend. Und was ist, wenn wir mal tanzen wollen? Also, das wird ausgegeben bei unter 21 Grad. Und das wird rausgegeben, komm, machen da 18 Grad raus. Muss da vielleicht mal ein bisschen eher rausgeschleust werden. Das dreht sonst hier alles viel zu lang im Kreis. Gehst ja auch so gerne tanzen. Vielleicht wohl. Dann gibt es Dorffest auf der Kirmes.
Na, mal überlegen, ob es Sinn macht. Nee. Ja, so kann der Tank eigentlich nur leerer werden, ne? Nicht voller. Ja, mal gucken, wie wir das Ganze hier noch... Das werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen ändern müssen, alles. Ja, der Tank kann so nur leerer werden, nicht voller. Das funktioniert halt nicht. Wie müssten wir das denn jetzt hier umbauen? Eigentlich müssten wir halt alles an heißem Zeug, an warmem Zeug, müssten wir eigentlich auffangen, ne? Oder? Geschissen kommen. Sehen zu, dass die Dukes dann auch drüber laufen können und fertig. Bauen wir da einfach einen Tank ein, dann hat sich das. Kommt ja auch drauf an, wie viele Räume wir noch gestalten dürfen. Viele. Na, also da ist noch jede Menge Platz. Jede Menge. Und die müssen ja nicht alle so groß werden, ne? Apropos, die Kirmes und Rummel, wie groß wollen wir die machen? Wie viele Räume übereinander? Ich bin kein Fan von diesen mehrfach durchlaufen lassen und denn damit gewinnt man nichts. Zum Beispiel zweimal durchlaufen erreicht man zwar die doppelte Kühlleistung, aber hat nur einen halben Durchsatz. Ergo nichts gewonnen. Ja, da hast du natürlich recht. Also du meinst quasi einfach in einer Schleife durchlaufen lassen und fertig. Da brauchen wir viel Platz für. Ich würde auf jeden Fall 4 Raumhöhe sagen. Was? Was hast du denn vor, bitte? Das muss man ja auch erstmal bebauen. Also 4. Sind die anderen auch der Meinung mit 4? So, Schleim ist auf 0 übrigens. Das bedeutet, das kann hier auch alles in die Tonne. Und unser Traumhotel muss sowieso noch eins weiter runter, ne? Fällt mir mal gerade so auf, oder? Wie war das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Räume. Das heißt, hier wäre der Flur. Das heißt, wir sind hier gar nicht passend unten. Hier ist schon viel, aber wenn man das Fliegemoped benutzt, ist das realistisch. Windtunnel hieß der, glaube ich. Stimmt. Der war sehr groß, ne?
Ja, das Ding ist halt auch schon sehr groß. Stimmt, an den habe ich gar nicht gedacht. Ja, der ist groß. Ja, weiß ich nicht. 3 oder 4? Was wollt ihr lieber? Ja, der ist riesig. Groß das Karussell? Das Karussell ist nicht so groß. So. 5 hoch. 1 höher, als ich erwartet habe. Ich will zum Beispiel die Sohle mit Ventil ausstatten. Das auf den Output des Geysirs stellen, da die Koloniekühlungsleitungen durchlaufen lassen, beziehungsweise vorbeilaufen lassen, wenn noch kalt genug. Ja. Gramm pro Sekunde. Ach, 1,5 Kilo pro Sekunde ist halt echt nicht viel, ne? Ja, so die Kühlung nicht bewerkstelligt, reicht die Sohle nicht aus. Ja, ich glaube, dann reicht die auch nicht aus. Wenn ich mir mal anschaue, 1,5 Kilo pro Sekunde. Ja, obwohl... Ja, aber du hast eigentlich recht. Eigentlich hast du recht. Machen wir das doch einfach. So. Das heißt, das hier weg. Also so muss es ja auf Dauer funktionieren. Im besten Falle. Dann müssten wir das hier auch... anders stricken. Ich bin nur noch nicht sicher, wie wir das bauen, dass der Flüssigkeitstank voll wird. Ja, der Puffertank ist der unendliche Tank. Kerstin, passt ja so. Das ist ja einmal der kalte hier. Ja, da läuft das rein. Ne, hier, das ist der kalte. Ne, da läuft es rein, von da aus wird genommen. Und wenn es warm wird, läuft das in den zweiten rein. So, bedeutet, wir trennen da und gehen von da aus dann direkt raus. Ich hänge immer noch an der Geschichte, wie stellen wir... Was jetzt? Wie stellen wir das an, dass der Puffertank nach Möglichkeit immer gefüllt ist? Zumindest bis zum gewissen Grad. 1545. 1545. Also, ich habe eine Prüfung. Ist es kalt genug?
Dann. Kann es weiterlaufen. Ist es nicht kalt genug, dann läuft es hier durch. Muss aber auch wieder in den Kreislauf reinkommen. Nein, es soll kein geschlossener Kreislauf sein, Gerstin. Da soll ja auch dann die Abnahme sein für die anderen Sachen. Die überall da, wo wir halt Frischwasser brauchen. So war die Idee. Du hättest ja auch keinen besseren Ort suchen können, um einfach mal irgendwo hin zu pinkeln. Ich glaube, das war dieses Notfallpinkeln. Hol mich hier endlich weg. Ja, komm. Los, mach mich raus. Was war das? Was war das? Hä? Da stand gerade Test-Text. Test-Text. Okay, keine Ahnung, warum da gerade Test-Text stand. Ich weiß es nicht. Ja, ist ja okay. Er muss sich ja nicht gleich in die Hose machen. So, Veach, hat er sich eigentlich sein richtiges Bett hier ausgesucht? Nö. Wo ist Veach denn? Okay, er hat sich einfach irgendeins genommen. Das von Roger hat er sich geklaut. Super. Hat Schrumpchen sich denn ihr Bett genommen? Ja, Schrumpchen hat sich ihrs genommen. Sehr gut. Ja, mal überlegen, wie wir das gemacht haben damals. Also, sie hatten das im vorherigen Traumhotel ja auch so gebaut. Im Grunde müsste ich, wenn der Tank hier unter einer gewissen Temperatur ist, müsste ich ein Ventil davor schalten, was sagt Stopp. Was dann erst wieder frisches Wasser reinlaufen lässt. Richtig? So rein logisch her. Na, dann würde der Kreislauf halt in dem Moment angehalten werden. Wäre jetzt aber nicht so wild, ne? Direkt vorm Puffertank eine Brücke auf die Leitung. Nee, das reicht nicht. Kerstin, das reicht nicht. Weil, wenn der Tank hier nach und nach leergezogen wird, ne, dann, also ich will ja wenigstens da auch eine Durchschnittstemperatur ziehen und nicht jedes einzelne Ding.
So müsste das doch klappen. Glaube ich. Gleich nur gucken, ob ich das Signal umdrehen muss. Nach Strom bräuchte er ja auch für. Was sagt denn die Temperatur da jetzt drin? 27 Grad, aber wir kriegen es runter. Dauert zwar, aber irgendwann haben wir kälter. Da war irgendwas Warmes, was wir verbaut haben. Eine dekorative Backwall aus Granit. Ja, die war warm. Irgendwas sitzt da schon drauf. Michi mal, er muss direkt sitzen hier. Frech. Hoster macht auch direkt mit. Ja, einfach mal jetzt eine Runde chillen. Gucken, ob das schon funktioniert, wie das hier so aussieht. So. Ich glaube, ich muss das umdrehen. Ich muss das immer umdrehen bei den Tanks, ne? Ich bin verwirrt. Das macht nichts. Jetzt. Sieht das jetzt auch so wie gewollt? Prozent von 5000 sind. ...250 runter, ne? Also 4750. Also macht das Ding jetzt immer zu, wenn 4750... Ne, ist das jetzt so richtig? Bin verwirrt. In einem grünen Tank, wenn der Tank weniger als 90% voll ist. Bisher 95% erreicht. Das ist jetzt der umgekehrte. Müssen überwachen, ob das jetzt so funktioniert. So, weil die Kerstin jetzt gesagt, wir müssen das im besten Falle einfach nur durchlaufen lassen, ne?
heißt, wir lassen es da auch einfach durchrödeln und gucken mal, wie es funktioniert. Verstehe das Tankproblem nicht. Noch nicht. Entweder ist meine Birne Matsch oder deine. Okay, warum? Du wolltest, dass ich kein Ventil vorschalte, sondern einfach nur eine Brücke, so wie es jetzt ist. Ne? Direkt vorm Puffertank eine Brücke. Habe ich gemacht. So, jetzt läuft das hier durch. Wird abgenommen. Es läuft hier weiter durch und dann ist da eine Brücke drauf. Weil es durchgehend... Ja, vielleicht ist meine Birne Matsche. Ich habe keine Ahnung. Mach das halt weg. Testen wir das halt. Und wie kommt da jetzt neues Wasser rein in den Kreislauf? Also irgendwann ist der Tank dann leer. Weil es wird ja immer abgenommen. Und es kann ja nicht aufgefüllt werden, weil nie was fehlt. Oder, ja doch, wenn was fehlt, wird es abgenommen. Es kommt hier lang. Und entweder es läuft da lang und wird da unten aufgefüllt. Oder es läuft hier lang und wird da aufgefüllt. Ja, gucken wir. 4490 Kilo. Das müsste theoretisch, dürfte das ja nie weniger werden jetzt. Ansonsten wird es hier aufgefüllt. Ja, wir warten noch mal eben kurz wegen dem Delay. Wir warten da noch mal kurz. Ja, kann schon sein. Es dürfte jetzt eigentlich nicht mehr weniger werden als 4490. So, ja, also meine Birne ist dann Matsche, ja. Wie weit sind wir hier? Okay, aus irgendeinem Grund. So, wir nutzen nochmal den Blueprint. Jetzt gehen einige Sachen halt auch. Ein paar Sachen müssen wir tatsächlich hier nochmal erst anders machen, damit wir überall drankommen. Es geht nicht anders. Nochmal weg hier. Das was gleich nochmal wieder alles abbauen, wenn es dann gebaut ist. Manche Sachen gehen halt nicht anders. Das sind keine Ziele, das sind Backpolz, ne? Ja. Schauen wir mal, ob der Rest gleich gemacht wird. So, was hast du dir eigentlich bei dem Bett gedacht? Schrumpchen, erzähl mal.
So, das passt noch. So, wir sind jetzt bei 25,5 Grad. Mal gucken, ob die Temperatur... Erinnert mich mal dran, dass wir da noch nachgucken. Ob die Temperatur sinkt. So, gut möglich, dass ich hier nochmal zwischen den Aufnahmen dann tatsächlich den Schröttel hier loswerde und das noch anders baue. Weil ursprünglich sollte das Traumhotel ja bis hier unten gehen und da müssen wir jede Menge umbauen. Ich glaube, das mache ich zwischen den Aufnahmen, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Auch ob ich es schaffe, weiß ich das noch nicht. Sowas wie ein Ruheraum. Ah ja. Nach der Massage oder nach dem Saunagang. Okay. Das ist das Ersatzbett, falls es in der WG zu Streitereien kommt. Meinst du, da hat Schumpchen schon ihren Namen drauf geschrieben? So, was hat das Schumpchen denn da überhaupt für Pflanzen drin? Also oben Buddy Buds. Zum Glück haben wir von denen ein paar. In der Mitte Buddy Buds. Schubchen mag Buddy Buds. Hallo. Okay, das geht nicht. Da Buddy Buds. Ja, der will noch nicht. Eigentlich soweit hier alles gebaut. Ne, da oben fehlen noch die Leiterkabel. Haben wir denn überhaupt Kupfer? Schwierig aus, ne? Ah, es geht. Ein bisschen was haben wir. Okay, Schrumpchen hat es ziemlich einfach gemacht. Die hat überall Buddy Buds hingemacht. Ja, kann man machen, ne? Du hattest hier kein Layout ausgewählt für das Regal, Schrumpchen. Ich nehme mal das da, ja? Aber das ist irgendwie schade. Irgendwie... Irgendwas ist mit den Regalen nicht so ganz richtig. Ich frage mich ja, an welcher Mod das liegt. An der Mod selbst? Oder ob bei mir irgendeine Mod das verursacht, dass das hier so komisch da drunter hängt. Echt schade, die sind so schick eigentlich, ne? Aber es wird halt auf dem einen Ziegel nicht richtig dargestellt. Komm, mach das mal fertig hier, bitte. Die Grafik geht halt einfach über das Feld hinaus und der Ziegellayer liegt davor, wird an der Mod selbst liegen. Aber das war doch früher nicht so. Also da muss ich nochmal in die alten Fotos und in die alten Suiten und so reinschauen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es früher nicht so war. Geht jetzt nicht. Das Schrumpchen hat alles mit Kupfer gebaut. Brauchen wir Kupfer. Ja, mal auf Vorrat was herstellen, für den Fall, dass noch jemand auf Kupfer setzt. Ich
Können es ja auch weiter runterbauen, weiß nur nicht, ob das passt. Nee, ich glaube nicht. Die Badewanne ist hier im Weg. Bei verschiedenen Statuen auch so, zum Beispiel die Marmor-Skulptur. Davon gibt es einige, die bei drei Feldern Höhe in die Decke reinklippen. Wäre ein bisschen schade, ne? Aber ja, kann's nicht ändern. Ich nicht. Wie sollen wir das denn eigentlich machen? Die gehen doch niemals da drauf, Schrumchen. Die haben doch nie Stress. Auszeit endet bei 0. Auszeit beginnt bei 1% Stress. Sehr cool. Mal gucken, ob da mal jemand drauf ist. Ja, bestimmt die Leute müssen da drauf, die mal aus Versehen irgendwo eingesperrt waren oder so. Die kriegen dann direkt eine fette Massage. Armer Duplikant. Erstmal direkt auf die Massagebank drauf. Ach, du warst für 2 Sekunden eingesperrt. Hallo, was ist hier Phase? Könnt ihr das jetzt mal bauen? Die dürfen doch überall rein, oder? Oder die von fremden Asteroiden kommen. Das stimmt auch wieder, die ja. Wie kommst du da drauf, Roger? Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht oder so? Ich möchte mal kurz erwähnen, dass die Küche grandios funktioniert. Wie Frucht, oh, jede Menge. Jede Menge Graupelweizen. Ist ja eigentlich gerade wieder irgendwas unendlich drin am Rumkreisen. Ich weiß gar nicht, gibt es den Bug eigentlich noch? Okay, die Temperatur geht auf jeden Fall runter. So. Was machen wir denn jetzt hier mit so Sachen wie hier, wo wir ewig viel Wasser auffüllen müssen? Wir gucken einfach mal. Zur Not dauert die Kühlung halt etwas länger. Das macht ja was. Die Buddybuds machen aber was? Buddybuds machen aber weniger. Kerstin hat das geschrieben. Machen aber weniger Deko als andere Pflanzen. Das macht's nicht, aber die duften schön. Zum Glück haben wir ja keinen Allergiker da drin. Dann wäre es ganz schnell vorbei. Okay, das sieht so aus, als wenn da alles fertig gebaut ist. Da liegen Gebäude. Zack, zack. Wie haben es eigentlich die Leuchtkäfer hier reingeschafft? Was wollen die da drin? Warum sind da direkt Leuchtkäfer reingeflogen? Da fehlt noch ein Stock! Nein! Ja, Qualitätskontrolle muss gleich noch von Schrumpchen kommen, ne? Da kommt das Ding bei euch jetzt aber nicht aus 200 Kilo Kupfer hier. Dann bauen wir schön aus Gold. Für Bogus, weil er bei der Ausschreibung mitgemacht hat. Wow, Kerstin. Wow, wow, wow. Ja, danke schön. In seinem Namen, sag ich jetzt mal. Er kann Bogus ja bald einziehen. Ja, nicht.
unbedingt, ne? Also auf YouTube-Seite sind halt auch immer noch jede Menge Leute. Und es gibt ja auch noch bei den Wildcards gab es ja noch jemand anderen. Flanke. Flanke gab es auch noch, ne? Aber wer weiß. Gibt ja auch immer noch die Chance, dass der ein oder andere es vergisst zu zahlen und dann wird der leider rausgekickt. Also mal gucken. Auf jeden Fall stehen die Chancen mit einer Wildcard schon mal deutlich besser als die für die YouTube-Zuschauer. Na, die YouTube-Zuschauer haben grundsätzlich erstmal nur eine 50% Chance, überhaupt in die Verlosung zu kommen. Ja, und ja. Ich glaube, Sunny geht's gut. Angenehm geplaudert. Mit wem hast du denn jetzt geplaudert? Mit der Statue? Okay, Sunny spricht mit Statuen. Lassen wir es da mal bei bestehen. Sunny, die Statuenflüsterin. So. Stuck ist gebaut, aber wir müssen natürlich auch noch die Buddybuds da überall rein donnern. Ich weiß nicht, hatten wir jetzt noch mehrere von denen hier irgendwo? Ach komm. Bei der Sonnenlampe muss das Symbol noch auf heiß geändert werden. Ich guck sofort. Ja, das wurde übrigens, hat der Sergeant auch geändert. Also da hat er noch eine neue Version rausgebracht, die jetzt auch funktioniert, was das angeht. Solange die Statue nicht antwortet. Ist der da richtig? Ja. Okay, also Förderschiene haben wir. Wir müssen auf jeden Fall den Druck nochmal erhöhen, ne? Außerhalb der Base. Müssen mal jede Menge Sauerstoff hier an die Außenwelt abgeben. Wieso haben wir die eigentlich noch nicht angebunden an das Netz? Doch, ein sehr schöner Raum geworden und fühlt sich sehr gut hier rein, oder? Was meint ihr? Wir müssen ja auch noch Fischis reinschmeißen, ne? Ich finde vor allen Dingen, wenn man die dann doch nochmal so in der Nähe auf, also, ne? Dann auch nochmal so anguckt, dann ist das nochmal wieder was anderes. Was ist das hier für ein Geräusch? Wie laut Roger ist da mit seinen Händen? Hallo? Das hört man durchs ganze Hotel. Was tut er denn da? Das hört man sogar jetzt noch. Unglaublich. Roger hat einfach irgendwie, weiß ich nicht, Trommelhände oder so. Ach, guck mal da. Wie viele passen da rein, Kerstin?
Ja, ich denke, 4 Stück mit Eiern könnte schon problematisch werden. Das ist der laute Bauchklatscher. Ich hab Bauchklatscher. Du hast was mit den Händen gemacht. Roger ist nicht hell genug. Roger mit den Trommelhänden wird sicherlich der nächste Kino-Hit. Kerstin hatte hier kein Regal, ne? Nee. Ich finde die Regale so hübsch. Guckt euch einfach mal den Style hier an. Perfekt für in der eigenen Suite. Das hier was für Apotheke. So, hier ein paar Teekännchen, nicht? Das ist nochmal Apotheke. Und hier die Bratpfanne. Und Gewürze. Mit den Händen auf den Bauch geklatscht. Ach so. Nein, die eingestellt. Ja. Ich hätte 3 drin, passen sich auch mehr. Ja. Ah, guckt mal! Jetzt habt ihr was zu gucken beim Futtern. Sie liegt ja eigentlich so viel Kohle rum, aber keine Erde mehr. Jetzt haben die das alles vertilgt und sind immer noch keine Cyber-Hedges geworden hier. Frech. Pass mal auf. Das ganze Fleisch wird jetzt einfach von denen weggefressen, von den Hedges. Na, vielleicht auch nicht. Da ist ein Cyber-Hedge. Auch richtig schick geworden hier heute, oder? Kann man sich wohl anschauen. So, da unten fehlt noch was. Dann können wir jetzt die Leitern da zerlegen. Den noch weg. Hier einen hin verlagern. Wenn die jemand schon meinen, die müssen sich hier rumfliegen. Wie wollen die da alle rein? Ich weiß nicht, vielleicht brauchen die Leuchtkäfer auch alle ein Spa. Wo treib ich mich eigentlich gerade rum? Auf Baktopia. Aber warum wirst du nicht reingelassen? Weil kein Strom mehr da ist. Ja, eventuell. Ganz, ganz, ganz eventuell. Gibt es hier keinen Strom mehr. Ja, blöd gelaufen, ne? Wie machen wir das denn jetzt? Roger! Nein, Schrumpchen, du darfst doch nicht dekorieren!
Nein, du kannst das doch gar nicht gut. Lass das. Lass das lieber. Geh mal weg hier. Da kommt doch nur Blödsinn bei raus. Oh Gott. Ah, dann müssen wir Schumpchen erstmal direkt wieder verbieten. Die macht doch nur Unsinn. Das wäre aber so ein schönes Bild geworden. Nein, gar nicht. Du kannst das gar nicht. Wo ist Schrumpchen? Dekorieren, verbieten. So. Man kommt aus dem Weltraum zurück und zu Hause öffnet niemand die Tür. Roger. Komm mal vorbei. Okay, wir haben jede Menge Kohle da. Wir könnten halt zusehen, dass wir da auf jeden Fall genug haben. Immer, um das zu gewährleisten. Aber nee, da müssen wir nicht, dann können wir nicht Roger rübernehmen. Wir müssen Schrumpchen. Schrumpchen! Zu viel dekoriert hier. Kommt nur Quatsch bei rum. Also, als Duplikant. In echt kannst du das ganz gut. Lass mich raus. So. Anzug ablegen. Aber ich will nicht alleine auf Baktopia sein. Du musst nicht lange bleiben. Beruhigen Sie sich. So. Wir müssen Transportschienen. So, wo war jetzt der Strom hier? Da. So, das verlagern wir mal nach da. Und dann bauen wir da einfach. Nö. Machen einfach hier ein Förderbild ein. Zack. So. Bauen wir fertig. So. Würde mich beeilen. Es gibt nicht mehr so viel Essen, Schrumpchen. So, machen wir mal ein bisschen hier. Peitsche rausholen, Feuer unterm Hintern machen. Gib Gas, Schrumpchen. So, machen wir jetzt einen Zyklus im Leben von Schrumpchen. Zack. Gästin kommt ja hoffentlich gleich mit einem vollen Kühlschrank. Ja. Tut sie. Aber Schrumpchen darf da eigentlich nichts von essen. Ich meine, ich hätte da jetzt nicht so ein Problem mit. Aber vielleicht hat Kerstin ja auch gar nicht teilen. Das kann ja auch gut sein. Ja, weiß man nicht so genau. So, wir sagen. Erze. Warum muss das hier alles aufgeklappt sein? Kohle. Kerstin, teilst du mit mir? Dann mache ich auch die Tür auf. Wird hier schon verhandelt. Okay, Schrumpchen hat aber auch so gar keinen Bock, das hier zu machen, ne? Also. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob wir hier überhaupt Kohle haben, aber. Scheint es die Chance größer, dass sie das zu Ende baut, bevor sie da Kohle liefert.
Aber jetzt wäre Kohle da, Schrumchen. Okay, dann gönn dir halt die angeknabberte Mehl aus. Hetz mich doch nicht so. Jawohl. Wir müssen Kerstin wieder losschicken. Nämlich. So, aber... So funktioniert das ja nicht. Alarm ist auch nur ein Vorschlag. Ja. Aber Schumke hat da gar keinen Bock drauf. Macht sie doch nicht. So, wo waren wir? Wir waren hier, im Spa. Oh, ist jetzt alles gebaut? Sieht so aus, ne? Mal noch die Leiter hier wegmachen. Na, no, jetzt hat die in die Hose gemacht. Warum überhaupt? So, weil kein Strom da ist. Wahrscheinlich, ne? Ja. Nein, das Wasser. Wir müssen ja hier wirklich für Strom sorgen auf Dauer. Ist ja ein bisschen ungünstig. Und schon Förderschienen verlegt im Spa? Ja, Schrumpchen hat die mitverlegt, also nicht passend, weil das wusste ja auch nicht, wo sie hin muss, alles. Aber ja. Schläft die denn jetzt? Ist die schon wieder am Bauen? Hä, wo ist die denn? Sind die schon wieder am Bauen? Okay. Ja, vom Spa müssen wir dann gucken, dass wir nächstes Mal dann die Funktionen dann auch in Betrieb nehmen, soweit es geht. Dann können wir auch gleichzeitig die Suiten links schon mal kühlen. Ich denke, rechts werden wir einfach auch noch irgendwie einen Dampfraum hinsetzen oder so. Mal gucken. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Obwohl, ja, auch da müssten wir halt einfach, wir haben da halt auch super viele Frischwasserzufuhr wieder, ne? Ah, ist das alles ein Gülle, ey. Also die WG-Inseln, die machen auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr Arbeit. So, hier ist wieder aufgefüllt. Und bei 28,7 Grad, dort muss ich natürlich jetzt wieder einspielen. Wir müssen halt eigentlich auch noch da weiter auffüllen, ne? 100 pro, vergessen wir das. Roger hat Bugtopia aber auch in einem desolaten Zustand hinterlassen. Das stimmt schon wohl, ne? Bau Solarparks auf Bugtopia. Boah, Solarparks sind auch wieder ein Rattenschwanz an Sachen, ne? Der Rückruf vom Chef hat eindeutig vermittelt, die Ratten verlassen das sinkende Boot. Nee. Ganz bestimmt nicht. Nee, auf Dauer kommt da ja sowieso der Reaktor hin, ne? Wenn das alles so... Ich muss das echt ausrechnen mit dem Essen, ob das so hinkommt. Wenn das klappt, wäre das ja ganz cool. Ja, und dann könnte man wirklich auch den Reaktor dahinstellen. Wenn Bugtopia dann irgendeinen Unfall passiert, dann ist wenigstens Bugtopia verstrahlt und nicht das Traumhotel.
Ja, und dann ist sowieso genug Strom da. Ich denke jetzt erstmal, ja, hier hat noch über 500 Tonnen Kohle, die wir sowieso nicht benutzen. Also, ich glaube, das ist die erste Kohle, die wir hier, ach nee, gar nicht. Das ist die erste Kohle vom Traumhotel, die wir gerade verbrennen. So, haben wir es jetzt fertig. Dann müssen wir noch aufräumen. Alles außer Tier, ja. Post. So, sollen wir mal irgendwann überlegen, was für Ziegel denn tatsächlich auf die Flure kommen. Obwohl, hier könnten wir es jetzt uns easy peasy überlegen, ne? Wollen wir nicht einfach auch hier die Holzziegel nähen? Das würde ja hier oben passen, ne? Wollen wir das so machen? Ja, ne? Warum nicht? Ja, weil hier ist ja kein anderer Raum drüber und hier ist ja nur der Flur. Und dementsprechend können wir den halt auch schon dann direkt mit fertig bauen hier. Mag die Holzoptik. Mag ich wirklich. Und das passt sehr, sehr gut in den Spa-Bereich. So, was wir machen könnten. Da ist es aber auch gut gemeint, Schrumpchen, ne? 4600 Watt auf eine Leitung. Ja, genau. Achso, nee, stopp. Stopp, stopp, stopp. Die müssen wir rausrechnen. Dann sind es immer noch 2700 Watt. Ja, shit, ja. Müssen wir anders machen. Das geht so nicht. Da müssen wir... Die können halt noch mit drin bleiben, aber das war's dann. kW. Ach so, weil hier noch was fehlt. Ich meine, die werden ja kaum laufen bis gar nicht, ne? Also das sollte wohl hinhauen. Gucken wir mal. Müssen wir mal durchrechnen dann, was der normale Verbrauch ist. Aber Schrumpchen hat wenigstens mitgedacht, dass da, ne, eine Automatisierung für die Duplikanten ist. Ich hatte schon die Befürchtung, dass das Ding hier durchgehend laufen muss. So, Bugtopia, wie sieht's aus? Schrumpchen. Ja, Schrumpchen ist fertig. So, Strom wird geliefert. Wir müssen noch mal kurz warten. Wenn das dann soweit funktioniert, alles klar geht, dann könnten wir auch sagen, du kannst mal hier die Pipi von Roger aufwischen, Schrumpchen. Sieht ja aus hier, ey. Von dir die Pipi. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Was heißt denn hier I? Hält mich mal nicht so an. Nur Pipi. Er ist bestimmt auch noch Pipi vom Veach dabei. Möglich ist das. Ich kann es dir nicht so genau sagen. Es steht kein Name dran. Hallo Regenwolf, ich grüße dich. Ach, Schrumpchen, jetzt macht sie wieder rein.
Warum überhaupt? Hä? Ja, wow. Ja, das funktioniert auch so nicht, ne? Oh no. So, Schrumpchen, komm. Wir kommen jetzt nicht mehr drum herum. Du musst jetzt auch einfach mal das Ding hier... Jetzt hat sie wieder Pause, ne? Wo ist sie? Wo ist Schrumpchen? Du musst jetzt auch einfach mal da ein bisschen Kohle reinschmeißen, sonst machst du dir durchgehend in die Hose. Deswegen geht das nicht. Manuelle Bedienung zulassen. Ja, ja, hab's gesehen. So. Damit klappt auch alles. Ja, ne? Ja, da ist genug drin im Kreislauf. Jasmin, du kannst landen. Schrumpchen hat endlich Strom drauf gemacht. Da kommt sie ja. So, Schrumpchen hat noch genug Essen. Kannst direkt wieder los, Kerstin. Ach nee, kannst du nicht. Du musst ja erstmal auftanken. Stellen wir direkt auf Besatzung ein. Kerstin kann drin bleiben. Und der geht's auch ganz gut, außer dass sie wieder einen Anzug anhat. Zeit wird, weiß ich, wie viel Zyklen. Aber ihr geht's gut. Sie hat genug zu essen. CO2 ist auch kein Problem. Sauerstoff ist kein Problem. Da habe ich mal wieder festen Boden unter den Füßen, dann ist der total voller Pipi. Ja. Kann ich natürlich auch rauslassen und du kannst Schrumpchen helfen beim Aufwischen, wenn dir das lieber ist. Schrumpchen hat auch gerade so gar keinen Bock. Guckt euch das mal an. Schrumpchen hat extra sauber gemacht. Seid auch ein bisschen gemein, ne? Kommt eigentlich plötzlich so das Essen her? Ist nur noch ein Duplikant hier. Heißt, wir können mal jede Menge von den Dingern hier zerlegen. Mach mal Schrumpchen. Da. Da dürfte dann auch jede Menge Erde dann tatsächlich drin sein. Kannst du dir mal ein bisschen was Leckeres zusammenstellen hier. Du hast da was vergessen, Schrumpchen. Da ist noch eine Pfütze. Ja, genau da. Habe ich wohl gesehen. So, aufgefüllt. Nee, ach, Kerstin, du musst einmal rauskommen. Du musst mal deine Rakete auffüllen. Macht Kerstin sogar sofort. Die rennt nur raus aus ihrer Rakete, um eben alles aufzufüllen und weiter zu fliegen. Warum kommt hier eigentlich kein Petroleum an? Weil nichts Petroleum da, weil nicht verbunden.
Würde ja gerne teilen, aber Chef erlaubt das nicht. Kerstin teilt ihr Essen nicht mit Schrubchen und telefoniert lieber. Ja, mein Gott. Also so viel leckerer ist das Essen, was Kerstin da hat, auch nicht. Was hat Kerstin da? Kerstin hat vor allen Dingen gar nicht mehr so viel, ne? Hexalend, Früchte, Sumpfmangold, Herz, Nährstoffriegel und Schmutzwurzeln. So lecker ist das Essen da auch nicht. Sag mal, die Wühlfruchtkonserve, ne? War die unendlich haltbar? Müssen wir die vielleicht nochmal bauen? Ah, oh, guckt mal! Du hast gesehen, Hoster hat Bonbons, Ballons verteilt. Bonbons. Ballons verteilt. Letzter Versuch, das Aquarium! Ja. Dankeschön für den Hinweis. Ist noch alles gut. Nee, ich glaube 16 Zyklen und wären manchmal schon so unendlichen kannst du herstellen, verdammt. Stopp, was? Wenn wir das überbauen, dann ploppt das doch, glaube ich, nach oben raus, ne? So. Das kann weg. Nee, nur noch 212.000 Kalorien. Das verwirrt Kerstin ja sofort. Ja, das sind 212 Zyklen, ne? Ach, ja, das sind 212 Zyklen. So ewig viel ist das nicht. Die ist dann ungefähr, keine Ahnung, macht dann zwei Touren und dann ist sie durch. Also so ewig viel ist das halt nicht. Cool, wenn wir von dem hier noch einen finden würden. So, Kerstin, bist du bereit? Bisse, ne? Jetzt wird's halt schon wieder problematisch hier. So, das müsste gehen. Jetzt liegt da ein Dekostein im Aquarium. Ja, den hätte ich. Ich habe viel überlegt, wie man das hätte lösen können, aber den kriegen wir nicht raus. Es sei denn, wir würden jetzt über Eck hier mit einem Räumer das rausholen. Aber zum Glück sieht man den Stein ja gar nicht. Aber auch die Eierschalen, die da später drin liegen, ne? Also, es wird sowieso irgendwann voll mit Müll liegen. Da hätten wir dann einen Räumer mit reinbauen müssen, der alles aufräumt. Wäre das noch eine Option? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, es ist ja auch noch Fleisch damit drin, ne? Diejenige, die da halt das Ding hier gebaut hat. Dürfen wir das noch machen? Sollen wir das noch machen? Das wäre halt schon eine Option, ne? Also da sammelt sich ja auf Dauer jede Menge Schutt drin. Den auch keiner wegräumen kann halt. So. Was fehlt noch? Was fehlt Strom? Warum? Weil da noch die ein oder andere Leiterkabelbrücke fehlt.
Dann sollte es gleich klappen. Dann sollte alles funktionieren. Ja, mach. Okay. Gucken wir da nochmal rein. Und dann können wir den ganzen Rödel, der da rauskommt, den können wir dann einfach mit auf die Essensleitung geben. Ne? Eierschalen landen ja sowieso da. Wo können wir denn die Blader am sinnvollsten mit hinstellen? Da. Ja, ich kann schon verstehen, dass es ein bisschen ein Schandfleck jetzt ist, ne? Aber das sieht man vielleicht zum Glück nicht so schlimm. Vielleicht. Andererseits liegt da nachher halt jede Menge Gammel drin rum, ne? Und so Sachen. So, Schrumpchen, dann hier mal Abnahme machen, bitte. Guck mal, ob da irgendwas noch falsch ist. Ob da irgendwas noch nicht passt. Ja, darfst du jetzt gerne sagen. Übrigens, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja auch noch ein bisschen rumprobiert mit so ein paar Sachen. Das ist ein bisschen schade, ne? Dass über Eck die Kanten nicht richtig angepasst werden hier auf dem Teil. Die Lampen bei dem Massage liegen müssen rot sein. Pff, die haben was für ein Rot? Sonnenrot? Das sieht jetzt ein bisschen nach was anderem aus. Ich glaube, das war's. Okay. Gibt's noch was? Ach, guck mal, Andreas ist schon am Sonnen. Okay. Dann sind wir fertig. Massage liegen. Ja, sehr cool. Dann müssen wir noch die Funktionen nächstes Mal herstellen. Ich denke, wir werden die Dusche werden wir auf jeden Fall schon mal passend mit einbinden. Also in den Wasserkreislauf hier. Auch den Whirlpool werden wir so passend mit einbinden. Ja, und der Schutt, der geht dann halt einfach, oder das Abwasser geht dann halt einfach mit auf die Sortierleitung. Und das wird dann auf Dauer auch überall so passieren. Rotlichtzicken. Ja, Andrea, einfach mal am Sonnen. Ist ja nicht so, als wenn du schon braun genug wärst. Oh, das wäre auch witzig, ne? Wenn. Obwohl, ich glaube, die Duplikanten könnten theoretisch hier drunter auch einen Sonnenbrand kriegen, ne? Wenn die sich halt nicht sonnen, sondern da drunter stehen würden. Würden die, glaube ich, auch einen Sonnenbrand kriegen. Sehr schick geworden. Auch oben jetzt hier mit den Ziegeln darüber. Sehr, sehr, sehr cool. Hat Schrumpchen sehr, sehr gut gebastelt. Also, das finde ich halt auch chill, ne? Jetzt guck mal, wie unterschiedlich das schon wieder aussieht, ne? Es ist halt einfach sau cool, wie das so alles aussieht. Richtig, richtig schick. So richtig schick. Die Hände auf den Liegen massieren unter Umständen auch was anderes als den Rücken. Na, Safti, sag mal. Also, unglaublich. Aber wir haben ja jetzt auch eine Badewanne hier, ne? Also theoretisch
Eine Dusche war hier nicht mit drin, nee. Also theoretisch bräuchten wir die hier schon gar nicht mehr. Für Sonnenbrand müssen die Dupes in 72.000 Lux stehen. Ich glaube, das machen die Lampen nicht. Schwer zu sagen. Dafür müsste da einer reinrennen. Mit dem Leuchtkäfer könnte das hinkommen. Der macht ja auch nochmal 2000 Lux. Ne, da muss mal einer hier reinlaufen. Wisst ihr eigentlich, warum die hier rumschwirren? Wisst ihr das? Also weiß das jeder, warum die gerade hier so rumschwirren? Nein, warum? Weil Leuchtkäfer immer das Licht suchen. Also die findest du ganz, ganz, ganz viel und häufig immer am Licht. Also also quasi die suchen sich gegenseitig halt. Und aber, also ich glaube, das ist der ursprüngliche Gedanke dahinter, dass die halt einfach Freunde suchen und dann sich beim Licht halt so treffen. Deswegen, überall wo Licht ist, findet man die halt vermehrt dann an. Ja, so wie die beiden hier. Ne? Zwei Kumpels. Die beiden. Und ja, hier ist halt, hat halt überall das Licht durchgeschienen, ne? Wurden quasi angelockt. Ja, und hier halt auch, ne? Die schwirren hier rum wegen der Lampe, die immer mal wieder angeht. Und hier auch der Drucker. So, was sagt denn jetzt hier unsere Kühlung? 27,6 Grad. Also wir kriegen es auf jeden Fall noch alles kühler. Na, das geht noch. Mal schauen, wie das aussieht, wenn wir auch die Abnahme halt deutlich höher drehen. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir doch lieber das Wasser hier als das. Da müssen wir auf jeden Fall noch die Flüssigkeitstanks irgendwie ordentlich mit einbauen. Mal gucken. Und die strahlen dann auch vor sich hin, oder? Ja. Umschen, was machst du denn hier? Kommst du nicht mehr nach Hause oder was? Hubchen hat Hunger. Hier liegt doch Essen. Fleisch und Schmutzwurzeln. So, du darfst kein Fleisch essen. Das ist natürlich blöd. Komm, ausnahmsweise darfst du jetzt Fleisch essen. Ausnahmsweise. Stell dir vor, es wäre nett. Es ist nur noch nicht durch den Fleischwolf gejagt. So, wo ist Schrumpschen? Da. Bon Appetit. So. Dann gönn dir mal. Warum wollen sie nicht da? Ah, da ist Fleisch. Da musst du ja beeilen. Das ist gleich kaputt. Nett, Schrumpchen, es wird gammelig. Es ist auch schon ziemlich am Weggammeln. Ih, das ist auch noch abgestanden. Es ist noch zu 10% frisch, also schon ziemlich weggegammelt. So. Schrumpchen muss hier ganz schön Streifen mitmachen dafür, dass er heute gewonnen hat. So, spuckt das Fleisch wieder aus. Das wäre jetzt witzig gewesen. Blöp. Scheint aber noch zu schmecken. So, Schrumpchen, komm, jetzt zieh das Ding an und dann stopfe ich dich wieder in den Teleporter nach Hause. Schrumpchen, wo bist du? Da. Hallo Merlin, ich grüße dich.
Jetzt lass mich endlich nach Hause. Los. Ist sie am Rummeckern, ey. Ja, nach Hause. Ja, die hat einen Anzug an, da brauche ich nichts mehr dran machen. So. Das klappt alles wunderbar. Wir haben heute gut was geschafft, würde ich sagen, ne? Alter, ich habe auch mal dezent überzogen. Jetzt eine halbe Stunde drüber. Uff. Okay, aber ich würde trotzdem sagen, wir haben eine Menge geschafft und viele, viele tolle Sachen fertig gebaut. Hier und da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten jetzt, ne? Hier müssen wir die Funktion noch herstellen. Küche komplett fertig, ne? Also funktioniert 1A. Den Spa-Bereich haben wir aufgebaut. Ja, und jede Menge andere Klamotten, ne? Kühlung läuft. Ja. Wie gesagt, das mit der Miete machen wir bis zum nächsten Mal fertig. Und ja. Danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Sprung hin. An die YouTube-Zuschauer, dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne mal einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.